Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um diesen schönen Whirlpool von der Firma Art Sauna und zwar das Modell Oasis. Es ist ein Outdoor-Whirlpool mit 31 Massagedüsen und natürlich könnt ihr das Wasser beheizen, was für mich absolut genial ist hier in Deutschland, weil so könnt ihr das Ding das ganze Jahr über benutzen. Natürlich im Winter etwas teurer als im Sommer, aber ihr könnt auch mit eurem Kind einfach mal da rein ein bisschen planschen. Wir haben von der Firma Art Sauna auch schon die Infrarot-Sauna-Kabine getestet und sind sehr, sehr zufrieden gewesen. Diese steht dann aktuell nicht mehr hier draußen, sondern mittlerweile fest im Haus verbaut und wird auch noch regelmäßig genutzt. Da kann ich auch immer noch nichts Negatives zu sagen. Sehr hohe Qualität und genau das erhoffe ich mir hier von diesem Whirlpool jetzt auch. Das Besondere hier, wir haben ein Komplettset, das heißt, wir haben die Thermoabdeckung, die Leiter, das ist alles schon dabei, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Das ist oft bei anderen Herstellern nicht so. Da müsst ihr alles separat kaufen, was den Preis dann letztendlich natürlich nach oben treibt. Schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, auf der Suche nach einem Rabattcode werdet ihr da eventuell fündig. Wir werden uns in diesem Video mal anschauen, wie das gute Stück ankommt, was wir machen müssen, damit es läuft, wie der Stromverbrauch ist, wie die Funktionen sind. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt ganz am Anfang und los geht's. So kommt der Whirlpool also bei uns an und ihr seht hier gerade mal ein paar Bilder, wie das Ganze bei mir vor der Haustür abgestellt wurde. Runterbekommen in den Garten haben wir das Ganze, indem wir ein Zaunelement rausgeschraubt haben und tatsächlich mit 7 Leuten und ein paar Balken unten drunter könnt ihr wirklich die ganze Palette tragen. Wie so eine Kleopatra-Trage, sage ich mal. Hat wirklich super geklappt und jetzt steht das 300 Kilo schwere Paket hier bei uns unterm Dach. Und wir werden das jetzt mal auspacken, indem wir hinten die Spackschrauben lösen und die Holzbalken abmachen. Der Whirlpool hat seine Endposition erreicht, wie ihr seht, und ist ausgepackt. Ganz wichtig natürlich, der Untergrund sollte natürlich belastbar sein, und zwar mindestens eine Tonne. Die Grundplatte des Whirlpools haben wir ja schon gesehen, die ist 1 cm stark und hält über 2 Tonnen aus. Also da haben wir gar keine Probleme. Und jetzt schauen wir uns mal ein wenig das Zubehör an und fangen direkt hier oben mit der Thermoabdeckung an. Die Laschen der Thermoabdeckung müssen noch außen am Whirlpool befestigt werden. Das ist auch mit 2 Schrauben pro Lasche erledigt. Mit im Lieferumfang dabei habt ihr hier so kleine Plastikschlüssel, mit denen ihr die Laschen abschließen könnt. Somit ist das Ganze kindersicher und auch der Deckel an sich super stabil. Das heißt, hier kann ohne Probleme ein Kind drauf oder ein Tier drauf und keiner wird ertrinken oder einbrechen. Mit dabei ist auch schon eine Einstiegstreppe. Meiner Meinung nach sehr hohe Qualität aus Metall. Obendrauf so Plastikdielen aus WPF, würde ich sagen. Macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Dann haben wir 2 Filter und einen Gardena-Anschluss zum Ablassen des Whirlpools. Die Filter werden wir jetzt auch gleich schon montieren. Vorher geht es allerdings nochmal um den Anschluss des Whirlpools. Ein Kabel oder sowas sehen wir am Whirlpool erstmal nicht. Wir gehen auf die Seite, wo das Display ist vom Whirlpool und dort müssen wir die Verkleidung abbauen. Auch im Lieferumfang enthalten ist ein Metallhaken. Mit dem kann man sehr gut die Blenden an der Seite raushebeln. Ihr könnt es entweder mit dem Metallhaken machen oder ihr habt irgendwie ein Plastikwerkzeug, mit dem ihr es raushebeln könnt. Einmal beherzt hebeln oder von unten ziehen und die Blenden fallen ab. Dann könnt ihr die Wand nach oben schieben und rausnehmen. Nun findet ihr hinter der Spa-Control-Einheit euer Kabel, das ist dort mit Kabelbindern festgemacht. Und zwar schon mit Stecker dran. Das Anschließen würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, von eurem Elektriker machen zu lassen. Um das Kabel anzuschließen, öffnen wir die Spa-Control-Einheit mit den Schrauben ringsherum. Ganz wichtig, wir müssen natürlich dann noch in der Außenwand irgendwo ein Loch bohren, wo wir am liebsten das Kabel raus haben. Insofern sind wir also noch total flexibel, wo nachher der Stromanschluss hinkommt. In unserem Fall hinten in der Ecke. Im nächsten Schritt müsst ihr natürlich dann die Platten wieder dran bauen. Das ist eigentlich auch relativ easy. Einfach die Leisten wieder dran und ganz wichtig, einfach mal feste gegenhauen, bis es Klick macht. Die müssen wirklich bombenfest sitzen und dürfen nicht von selber wieder abfallen. Jetzt werden wir mal die Abdeckung entfernen und uns mal trocken in den Whirlpool setzen und uns die Düsen etwas näher angucken. Der Wasserablauf befindet sich übrigens links von dem Kontrolldisplay auf der Unterseite. Ganz wichtig, dass ihr hier nichts vorstellt, weil sonst könnt ihr das Wasser nachher nicht mehr ablassen. Es handelt sich hier ja um einen 3-Personen-Whirlpool. Deshalb haben wir hier auf der einen Seite eine Liegefläche mit rund 18 Düsen. Düsen am Rücken, am Oberschenkel, an den Waden und unter den Fußsohlen sogar auch nochmal 2 Düsen, beziehungsweise auf jeder Seite eine. Dann haben wir auf der Sitzposition hier 5 Düsen, hauptsächlich am Rücken, aber auch nochmal 2 unten am hinteren Oberschenkel oder am oberen Oberschenkel. Unsere 3. Sitzposition hat nochmal 8 Düsen.
auch an dem Rücken angeordnet. Hier die Besonderheit nochmal, die Düsen drehen sich nachher unter Wasser, strahlen nicht nur auf eine Stelle. Die meisten Düsen können nochmal verstellt werden, indem sie einfach anders ausgerichtet werden. Das könnt ihr nachher auch unter Wasser machen mit eurem Finger. Überhaupt gar kein Thema. Die Kopfstützen sind aus Gummi und lassen sich einfach abklicken und durch neue ersetzen. Schauen wir uns nur einmal hier den Filterkasten an, um den Whirlpool in Betrieb zu nehmen. Die Klappe des Filterkastens können wir einfach abnehmen. Hier seht ihr den Filterkasten jetzt mal aus der Vogelperspektive. Hier kommt ein Filter ran, da der zweite. Diese würden wir jetzt einfach hier reinschrauben. Wenn wir die Filter verschraubt haben, sind wir eigentlich soweit betriebsbereit und können das Wasser hier oben durch den Filterkasten einlassen, damit wir keine Luftblasen im System haben. Und genau das machen wir jetzt auch im nächsten Schritt. Schauen wir uns nun einmal die Steuerung der Düsen an. Wir haben insgesamt 4 Stelleinheiten auf der Oberseite des Whirlpools. Die 3 kleinen jeweils für den einzelnen Platz und der große schaltet zwischen der Liegefläche und den 2 Sitzplätzen hin und her. Natürlich ist es auch möglich, den großen in der Mittelstellung zu lassen, so kommt aus allen Düsen ein bisschen raus. Mit den kleinen Stellrädern können wir dann die Düsenstärke einstellen und auch noch Luft beimischen. Wie man hier sieht, sobald wir voll aufdrehen, kommt auch jede Menge Luft mit dabei. Indem ihr die ganze Blende nach links oder rechts dreht, habt ihr die Möglichkeit, die Düse an- oder auszuschalten. So ist es also möglich, auch jede Düse nochmal einzeln zu regulieren. Schauen wir uns nun einmal die Spar-Control-Einheit an hier. Und damit könnt ihr den Whirlpool steuern. Und ihr seht auch schon, jetzt ist hier ein Schloss. Das heißt, das Ganze hat eine Kindersicherung. Ihr könnt jetzt also hier nichts machen. Ihr müsst also dann etwas länger auf eine Taste drücken hier. Jetzt ist der Whirlpool freigeschaltet. Und ihr seht schon, das ist jetzt unsere Hauptübersicht. Hier oben haben wir die aktuelle Temperatur. Daneben haben wir die Temperatur, die gesetzt ist. Die können wir natürlich auch ganz schnell regulieren, indem wir einfach mit den Pfeiltasten rauf und runter drücken. Und ihr seht, es springt auf 37, 38 und so weiter. Dann haben wir im unteren Bereich natürlich einmal das Datum. Dann sehen wir hier, welcher Mode aktiviert ist. Das ist in dem Fall der Mode 2. Und anhand dieses orangen Symbols können wir sehen, dass der Whirlpool auch gerade heizt. Hier links unten haben wir noch die Uhrzeit aktiviert. Und ja, dann schauen wir uns einfach mal die Tasten an. Also hiermit könnt ihr dann den Motor schon steuern. So wäre er auf Stufe 1. Er ist allerdings schon gerade an, weil er ja heizt. Das heißt, es macht keinen Unterschied. Und dann können wir hier noch einmal drücken. Dann wird das Ganze orange und wir sind auf Stufe 2. Und ihr hört es jetzt auch, jetzt sind wir im Massagemodus. Beziehungsweise die Pumpe läuft auf Vollgas. Dann auch sehr interessant hier der Knopf. Damit können wir das Display drehen. Das heißt also, ihr könnt auch aus dem Inneren des Whirlpools einfach das Menü bedienen, indem ihr das Display dreht. Dann haben wir hier natürlich auf der rechten Seite die Pfeiltasten, um nachher Einstellungen im Menü vorzunehmen. Hier oben haben wir noch den Button für Licht. Das heißt, ihr könnt das Licht im Whirlpool ein- oder ausschalten. Da könnt ihr zwischen einem Lichtwechsel, einer festen Farbe oder einfach so einer Stroboskop-Party-Funktion hin und her wechseln, wie ihr es auch hier gerade seht. Um ins Menü zu kommen, drücken wir einmal hier auf die Bestätigungstaste und dann schauen wir uns das mal an. Also hier gibt es dann direkt erstmal den Blower. Den gibt es in diesem Whirlpool gar nicht. Den können wir also überspringen. Dann können wir hier auch wieder die Jets einschalten oder ausschalten. Hier können wir den Mode ändern. Light, damit können wir das Licht logischerweise ein- oder ausschalten. Ozon, damit können wir diesen Ozongenerator ein- und ausschalten. Der erzeugt kleine Bläschen im Pool und das soll die Wasserqualität noch einmal steigern. Dann haben wir hier den Heater, da können wir einstellen, ob er heizen soll oder nicht. Gehen wir nun mal in die Settings rein. Ihr könnt jetzt hier einstellen, dass der Heater quasi eingeschaltet ist. Dann finde ich mega interessant hier, wir können also Zeiten festlegen, wann er heizen soll. Hier habe ich jetzt einfach mal ein bisschen was eingestellt. Was also heißt, wenn ihr eine PV-Anlage oder sowas auf dem Dach habt, könnt ihr natürlich einstellen, dass der Whirlpool nur zwischen 10 und 13 Uhr heizen soll, wenn die Sonne voll auf dem Dach steht zum Beispiel. Dann könnt ihr natürlich auch die Filterzeiten einstellen. Unter diesem Punkt können wir dann einen Mode auswählen, unter dem wir die Einstellung abspeichern wollen. Dann können wir natürlich die Temperatureinheiten einstellen auf Grad. Die Temperatur kann man hier auch nochmal einstellen. Hier können wir auch nochmal den Ozongenerator auf manuell oder Automatik schalten. Dann können wir die Zeit einstellen, wann das Display gesperrt werden soll. Die Helligkeit vom Display. Ansonsten gibt es hier noch Informationen zum Softwarestand. Und hier unten können wir alle Einstellungen zurücksetzen. Helligkeit vom Display mit der Farbe, es ist auch schön beleuchtet, macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Der Whirlpool läuft und ist angeschlossen. Jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Thema und zwar die Energiekosten. Im Inneren des Whirlpools, das seht ihr hier nochmal, haben wir natürlich einen relativ großen Motor
beziehungsweise eine relativ große Pumpe verbaut. Das Ganze verbraucht natürlich Strom. Die Heizung verbraucht natürlich auch eine Menge Strom. Und wie viel genau, das haben wir jetzt mal hier gemessen. Und zwar haben wir einen Standby-Verbrauch von 1,36 Watt. Die Filterfunktion, wo der Motor in Stufe 1 läuft, verbraucht 365 Watt. Der Motor auf Stufe 2 verbraucht 1712 Watt, was heißt, die Düsen laufen auf Vollgas. Dann gibt es natürlich noch den Heizmodus und der verbraucht 2450 Watt. Natürlich zeigt der Stromzähler mir auch auf, wie viele Kilowattstunden ich verbraucht habe. Und deshalb habe ich einfach mal gemessen, was kostet es mich, den Whirlpool einmal hochzuheizen. Wir haben 620 Liter Wasser eingefüllt. Das Wasser hatte eine Temperatur von 8 Grad. Und wir haben im Moment eine Außentemperatur nachts minus 5, tagsüber maximal 8 Grad. Unter diesen Randbedingungen schaffen wir in etwa 2,5 Grad die Stunde. Und das Ganze hat uns 30,8 Kilowattstunden gekostet, was bei einem Strompreis von 28 Cent 8,70 Euro macht. Die zweite Messung haben wir gemacht, indem ich einfach mal den Whirlpool 6 Tage lang bei 39 Grad gelassen habe. Wir haben ihn quasi jeden Abend benutzt. Und das Ganze habe ich dann mal runterdividiert auf 6 Tage und bin bei 3,80 Euro pro Tag in etwa gelandet. Das Aufwärmen natürlich nicht mit eingerechnet. Ihr seht also, das Ganze ist kein ganz billiger Spaß, das sollte man sich immer vor Augen führen. Allerdings ist der Besuch in der Therme mit zwei Personen natürlich auch nicht gerade billig. Wenn wir bei dem Thema Energiekosten schon sind, schauen wir uns den Whirlpool natürlich auch nochmal mit der Wärmebildkamera an. Hier seht ihr mal einige Aufnahmen und ihr seht, der Deckel ist super gut isoliert. Die Wände sind natürlich auch gut isoliert. Das einzige Manko, was ich gefunden habe, sind tatsächlich die Alustreben an der Seite. Da fühlt man auch mit der Hand, dass diese warm sind. Da würde ich auf jeden Fall nochmal empfehlen, nachträglich irgendwie Amaflex oder irgendwas hinzumachen, um da ein bisschen Dämmung reinzubringen. Hier seht ihr auch nochmal gerade ein Wärmebild aus dem Sicherungskasten. Also man kann also auch deutlich sehen, an welcher Sicherung der Whirlpool angeschlossen ist. Und da sind wir auch schon wieder am Ende vom Video angekommen. Ja, unser Fazit ist auf jeden Fall sehr gut. Zuerst hatten wir so ein bisschen Bedenken, dass der ein bisschen zu klein sein könnte. Aber wie gesagt, wir haben hier nur 620 Liter Wasser. Das heißt, ihr müsst auch nur 620 Liter Wasser heizen. Und ihr habt ja auch schon ein bisschen die Kosten gesehen, die wir jetzt aktuell hier im Winter haben. Im Sommer können die Kosten natürlich sich nochmal um die Hälfte reduzieren. Je nachdem, wie warm ihr es im Becken haben wollt. Auch die Düsenstärke ist für uns völlig ausreichend. Auch von der Sitzhöhe jetzt für mich 1,89. Kein Problem. Was wir in diesem Video nicht behandelt haben, ist natürlich die Desinfektion von dem Ganzen. Hier sollte man natürlich auf Chlor oder sowas gehen, damit ihr keine Bakterien habt. Gerade bei den hohen Temperaturen ist es auf jeden Fall extrem wichtig, dass ihr immer guckt, dass das Wasser gut gechlort ist. Schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, da findet ihr den Link zu dem Whirlpool und eventuell auch einen Rabattcode. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ja, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich vielleicht noch mal ein Video zu der Wartung des Whirlpools machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.